Lustige Starterpakete. Ihr kennt sie alle, meine Freunde. Wenn ich jetzt bei Google lustige Starterpakete eingebe, lustige Starterpacks, Leute, dann finden wir direkt genau das, was auf YouTube vor 2 Jahren in war. Und zwar das lustige Marokkaner-Starterpack oder auch das lustige Pokémon-Go-Starterpack. Haben wir gelacht. Wir können doch direkt mal so weit gehen und YouTuber-Starterpacks eingeben, meine Freunde. Da kommen wir zum Beispiel zu German-YouTuber-Starterpack, Leute. Minecraft, Cologne Longbot und natürlich Tattoos. Gut, abgesehen von den Tattoos zähle ich mich damit da rein. Hier ist das YouTuber-Starterpack, meine Freunde. Genau den gleichen Scheiß, den ich quasi auch habe. Und hier das YouTuber-Starterpack von Paluten mit einem Kürbis, dem Schwein und dem Kotbrüder. Ja. Ich habe mir aber gedacht, meine Freunde, das reicht und bin zufälligerweise auf Reddit über ein komplettes Subreddit gestolpert, welches sich nur den Starterpacks hingeht. Ich habe meinen Missionar Thomas mal wieder in die Weiten des Internets entsandt und gesagt, Thomas, such mir doch mal die witzigsten Starterpacks raus. Wie reagieren wir darauf, meine Freunde? Kein Effort hinter diesem Video, so wie immer. Ihr kennt das und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Bild. The Human Being Starterpack. Ja, ist halt eine Eizelle und ein Spermium, also kommt dem Ganzen schon relativ nah. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir war das anders. Bei mir waren es tatsächlich 6 Spermien und 5 Eizellen. Es war eine sehr interessante Zeugung meinerseits. Ich will einfach nicht drüber reden. Nächstes. So literally anything promoting a healthy lifestyle starter pack. Oh mein Gott. Jedes Mal sehe ich diese seltsamen Menschen. Dieses ah und dieses ha. Und am besten wird noch ein Ball in die Luft geworfen. Man sieht das Herz immer. Leute, es ist jedes Mal das gleiche. Jedes gottverdammt zweite Fitnessstudio hat eines dieser Logos. Das kann doch nicht wahr sein. So literally anything promoting a healthy lifestyle starter pack. Ohne Witz. Wenn ich jetzt an irgendein seltsames Slimfast-Produkt denken müsste, würde mir direkt dieses Logo hier in den Kopf kommen. Great for you. Ganz klasse. Man kennt das nicht anders. How to be a Rapper in 2018 Starterpack. Okay, wir haben hier einmal die Braids, dann haben wir einmal ein Geld, dann haben wir einmal eine Glock, dann haben wir wieder Braids, dann haben wir eine Rolli, dann haben wir hier Act as Rich as Possible, Gucci, as much illegal shit you can fit in one video, dann haben wir hier Codein, ganz klar, dann haben wir eine AK, dann haben wir Weed und Xanax. Ja, ist jetzt gar nicht so fernab von dem Lilano Starterpack, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wundert man sich natürlich, vielleicht ist da die Inspiration für die US-Rapper Lilano damals gewesen. Auf jeden Fall kann ich sagen, lasst die Finger von diesen Frisuren. Den Rest könnt ihr euch auf jeden Fall getrost reingönnen. Ah, nee, es war andersrum. Macht euch die Haare und lasst die Finger vom Rest. So rum war's. House Party in a Movie Startup. Quiet Kids becomes most popular at party. Darren Kids keeps the noise down. Always Red Cups. Video of Flight with just cancel. We will home in 20 minutes. Ey, jedes gottverdammte Mal, wenn ich mir so einen komischen American Pie-Film oder sowas reinziehe oder halt irgendeinen komischen Ami-Teenie-Romanzen-Shit. Es ist immer so, dass das ruhige Kind aus der letzten Reihe die geilste Party seines ganzen Lebens feiert. Dann auf jeden Fall die Nachbarn halt unten von nebenan immer wieder die Polizei rufen. Dann gibt es natürlich immer die Red Cups, meine Freunde, zum Bierpong spielen. Jeder kennt sie. Und dann rufen die Eltern an und sagen, Tobias, unser Flug ist leider gecancelt worden. Papa hat außerdem Herzinfarkt. Wir kommen jetzt in 10 Minuten nach Hause. Und wenn das Haus nicht so aussieht, wie wir es verlassen haben, dann wirst du an den Eiern aufgeknüpft. Ja, extrem zutreffend tatsächlich. Ich meine, ich glaube, darum geht es ja bei Starterpacks, dass sie halt zutreffend sind. He won't bite Startup Pack. He just wants to play. Trust me, I'm a good owner. Just let him smell you, dude. Oh mein Gott, ich kenne diese Hunde, Leute. Und ich, ganz ehrlich, das, also er wird nicht beißen, Startup Pack. Genau das zählt für mich dazu. Es gibt wirklich Leute, es gibt wirklich Hunde. Also ich bin überhaupt nicht ängstlich, was Hunde angeht, ja. Nicht mal vor so einem Hund hätte ich Angst. Aber es gibt einfach Hunde und es gibt dann die dazugehörigen Herrchen, wo man dann einfach sieht, der Hund ist entweder gar nicht erzogen oder darauf erzogen, direkt an Kehle zu gehen. Ich meine, wenn das jetzt halt Tyson oder sowas macht oder der, vielleicht der süße kleine Hund von Monte oder Pipi von Dead Adam, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn halt ein 6 Meter Dobermann vor dir steht mit 3 Köpfen, ja, dann ist halt schon Zeit, den obrigen Kandidaten anzusuchen, und zwar den Krankenwagen. Kenne ich absolut. Danke an die Zuschauer, die gerade wieder vorm UFO stehen. Korrekt von euch. Ja, und genau diese Sachen können wir komplett mit identifizieren. Also er möchte wirklich nur spielen. Ja, ja, vertrau mir. Ich habe den super erzogen. Und lass ihn nur mal an die riechen. Er wird sich an dich gewöhnen. Absolut relatable. Open the door, but someone is in the other side starter pack. Was? Man macht die Tür auf und dann, oh, man erspäht einander. Dann, tut mir leid, sau unangenehm. Awkward 5 seconds pause, then both of you try to come through at once, then another pause. Ah, okay, das heißt, wenn jemand durch die Tür gehen will, man macht es quasi auch so, oh, dann guckt man sich erstmal an, so, sorry, und dann versuchen beide leichter durch die Tür gehen und dann geht man so gecringed weg und denkt sich, Schatte, Mann, warum ist mein Leben so eine einzige Cringe-Compilation? Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch tatsächlich kein großer Freund von Drehtüren. Kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich bin mal mit meinem Kopf zwischen der Drehtür und der sogenannten Zarge stecken geblieben. Seitdem bin ich auf YouTube unterwegs und mache diese klassischen Spitze-Videos. Ja, so viel dazu. The Realistic Disney Experience Starter Pack. Oh nein, oh nein. Und ich habe Jody Disneyland geschenkt zum Geburtstag. Ja, moin, Digga. Ich sehe es jetzt schon. Es ist übervoll. Ein Hotdog kostet 17 Euro.
Dann gibt's diese verrückten Typen mit Mickey-Maus-Mützen. Dann heulende Kinder, dann gibt's ein Wasser für 13 Euro und wahnsinnig lange Schlangen. Ist Disneyland tatsächlich so scheiße, Leute? Also könnt ihr mir das vielleicht ganz kurz sagen, weil das wäre echt nett. The one voice on your video to obscure tech problem actually fixed it in Starter Pack. Oh mein Gott. We've all been there, Leute. Wir hatten alle mal ein Problem und dann kamen wir auf folgendes YouTube-Tutorial. Es gab erstmal ein Editor-Video, dann kam dieses Lied. Dieses ganz komische, dieses komische Indie-Lied. Dann ist das Video meistens aus 2009 aufgenommen mit der Unregistered Hypercam 2. Ein 6-Jähriger, der versucht zu erklären, wie das ganze Problem gelöst wird und du hast 200 Aufrufe für das Video. Und du weißt nicht ganz genau, soll ich jetzt von seinem komischen Media-Server etwas runterladen und mir eventuell ein Virus einfangen? Oder wird dieser 6-Jährige mir tatsächlich helfen, meine PC-Probleme zu lösen? Im Regelfall läuft es dann darauf hinaus, dass man tatsächlich sich dann professionelle Hilfe sucht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit einem dieser Videos eines meiner Probleme lösen können. Also, noch nie. The Group Assignment Starter Pack. Das Gruppenprojekt Starter Paket, meine Freunde, man kennt es. Das hier bin auf jeden Fall ich. Ja, lass uns das nächste Woche fertig machen, dann ist ja auf jeden Fall der ruhige Junge dabei, der die ganze Zeit gar nicht machst. Dann haben wir das eine Kind, was die ganze Zeit wirklich einfach arbeitet und die zwei Mädchen, die die ganze Zeit miteinander reden. Das ist genau die Gruppenkonstellation, wie es bei mir damals war. Ich war dieses useless piece of shit, was die ganze Zeit gar nichts gemacht hat und dann halt auch stottern vorne stand und meistens eigentlich nicht mal fließend vortragen konnte, weil die Informationen gefehlt haben. Dann gab es glücklicherweise eine Person, die immer alles gecarried hat, zwei Personen, die nichts miteinander gemacht haben und das stille Kind, was eigentlich dann immer nach mir zum Vortragspartner gewählt worden ist und dann vorne sich fast eingepinkelt hat. Kennt man aus der Grundschule, war eine geile Zeit. Obnoxious but popular YouTuber Starter Pack. Ja, man sieht hier gefärbte Haare. Trifft zu, I'm very shocked face, an emoji in the thumbnail. Das very shocked face habe ich auf jeden Fall auch drin. Trials of Love Challenge haben wir auch schon sehr oft gemacht. Always in the recommended because you clicked one of the videos excellent by 2014. Ja. Kann ich fühlen. Ist genauso wie ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Alphastein-Video angeklickt habe. Die werden mir durchgehend empfohlen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Starts every video with a loud greeting. Ja, also mein Pasch ist auf jeden Fall sehr laut und störend. Kann ich auf jeden Fall sagen. Meine Begrüßung ist sehr laut und störend. Dann haben wir diesen Hintergrund. Den hatte ich eine lange Zeit, habe ich jetzt nicht mehr. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Menge Upvotes. Ach nee, das ist der Reddit-Screenshot, never mind. Only plays games like Five Nights at Freddy, Happy Wheels, Agario. Ja, Moment, ich spiele auch Fortnite und Minecraft, das darf man nicht vergessen. Die Videolänge trifft bei mir auf jeden Fall zu. 10 Minuten und 1 ist genauso das Ding, was ich immer versuche. Ja, und der Stuhl ist halt echt genau der gleiche. Vielleicht sollte ich dann doch mir eine eigene Identität zulegen. Taking a shower at your friend's house starter pack. Just turn on left, here's your towel dude. One another und eine Spinne. Ja, Leute, ohne Witz, ich kenne es so gut. Wenn man mal irgendwo übernachtet und man hat kein Handtuch dabei, dann heißt es erstmal, ja, mach einfach mal zur linken Seite. Und dann kriegt man erstmal entweder den Todesburn, weil man sich komplett verbrennt, man hat eine Brandblase am Körper, oder man friert direkt ein zu einem Eisklumpen. Dann fragt man, hey, hast du vielleicht ein Handtuch für mich? Das Handtuch ist dann ungefähr ein benutztes Taschentuch mit Kotflecken drauf. Und wie gesagt, es sind überall Spinnen und die Dusche ist verdammt dreckig, ja. Kann ich mich komplett mit identifizieren? Creepy unexplained sighting found in footage starter pack. Ja, man kennt diese Videos vielleicht von Geistersichtungen. Dann hat man hier halt irgendetwas, was alles sein könnte. Und auf ganz, gar keinen Fall, Leute, ganz wichtig, kein 1080p, keine HD-Qualität, weil es natürlich auf niedriger Qualität sehr viel einfacher Sachen zu faken. Ich meine, es gibt Geister und die tauchen in diese Videos sicherlich auf, ja, ja. Der I'm not interested Starter Pack, ja, das ich bin nicht interessiert Starter Pack, vielleicht, haha, oh, nice, oh. Ja, genauso verlaufen die meisten Konversationen mit mir, wenn man mir schreibt, schreibe ich, haha, okay, oder einfach nur okay, ja, nein und das war's. Also ich drücke mich wirklich in einer Silbe aus und Leute müssen tatsächlich anfangen, mich zu hassen, aber gut. Stuff that's been your car for months Starter Pack, oh Gott. Leute, mein Auto sieht genauso aus. Pfandflaschen, irgendwo liegt eine CD rum, obwohl ich eigentlich ständig über Bluetooth-Musik höre, aber trotzdem, man findet Kleingeld an jeder Ecke. Irgendwo ist da noch irgend so ein McDonald's-Becher. Dann findet man vielleicht noch irgendeine andere Fastfood-Tüte oder irgendwelche Reste von Fastfood und irgendeinem Country-Burger von Burger King. Dann hat man irgendwo einen Ball oder eine Badehose, habe ich letztens bei mir gefunden, auch Socken und sowas und halt irgendwelche abgegammelten Süßigkeiten, die keiner mehr essen will. Mein Auto sieht momentan nicht so aus, aber ich habe es doch erst seit 3 Wochen, mein neues Auto. Vielleicht liegt es daran. Ich gebe mir Mühe diesmal. I don't know what to do with my hand starter pack. Ja, kenne ich ganz genauso. Also wenn ich irgendwo stehe, dann weiß ich auch nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Ich habe jetzt einen neuen Trick entwickelt, meine Freunde. Ihr könnt mir das gerne mal nachmachen. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit euren Händen, könnt ihr einfach so machen. Das sieht überhaupt nicht dumm aus. Oder ihr seht eure Hände und tut sie einfach in den Mund stecken. Das ist wirklich echt das Einfachste. Und keiner wird dumm gucken, wenn eure Hände so in den Mund stecken. Das hört nicht. Ist einfach nur geil. Ihr seht es hier, einfach nur super. Ja, also gerade bei Vorträgen oder sowas, ich weiß halt nie, wohin mit meinen Händen, am liebsten würde ich sie in dem Fall einfach abschneiden oder irgendwie gucken, dass sie mir dank Kontergan irgendwie noch nachträglich abfallen. Das ich bin 8 Jahre alter YouTube-Let's Player Starter Pack. Minecraft Pocket Edition, Doritos, Five Nights at Freddy, Roblox, ein schreiendes Kind und Like a Boss Minecraft T-Shirt. Sieht jetzt gar nicht so
unterschiedlich aus wie mein Kanal. Liegt aber auch daran, dass ich geistig einfach auf dem Stand eines 8-Jährigen bin. Gut, meine Freunde, und damit würde ich sagen, beenden wir dieses traurige Video auch schon. Das war's auf jeden Fall. Lasst gerne 30 Milliarden Daumen da oben da. Falls nicht, dann ist es schade, aber muss ich damit leben. Schaut bei Thomas vorbei, der die ganzen Memes ganz toll rausgesucht hat. Riesigen Applaus für dich und auf Wiedersehen. Ich bin jetzt weg. Tschüss, bye.